Ich bin mal wieder unterwegs auf New England und suche große Tiere. Mittlerweile ist ja der Jäger hier schon einigermaßen ausgebildet. Ich bin mittlerweile schon Level 13 und habe zum Glück auch schon den ein oder anderen großen Ballermann. Also durch den letzten Stream auf der Australien-Map schon einiges geholt und eben jetzt auch endlich den Entfernungsmesser. Und damit geht es jetzt deutlich besser und gezielter auf super seltene Tiere. Also im Idealfall natürlich was Seltenes. Apropos was Seltenes, ich habe zuletzt meine Jagdhütte ausgestattet, also meine Trophäenhütte. Sämtliche Sachen, die ich irgendwie noch rumliegen hatte, die sind alle in so eine Müllhalde sozusagen gekommen. Alles, was so von 2019 und so uralt war. Ein Siebener. Das kommt alles weg. Und alles, was als besonders ist, das ist jetzt alles in einer extra Trophäenhütte. Also alles, was so besondere Fellfarben hat oder die Diamonds, die sind jetzt alle extra. So, ich bin gerade schon ein bisschen losmarschiert, habe hier den nächsten See angepeilt, um auch Trinkgebiete zu suchen. Und eigentlich hätte ich gerne sowas wie den Elch. Wäre eigentlich nicht so schlecht. Jetzt, wo die dicken Ballermänner da sind, könnte ich auch mal auf den Elch gehen. Aber das Erste, was ich halt hier Besonderes sehe, ist gerade, wo war er? Da ist er. Der Fuchs, 130 Meter, 7, Stufe 2. Und ich bin ja eigentlich gerade waffentechnisch ganz gut ausgerüstet. Also von 2 bis 6, 4 bis 8 und komplett übertrieben der neue Ballermann, 7 bis 9. Die Tsurugi, Tsurugi 338. Richtig fetter Ballermann, heftige Sniper, aber natürlich für den Fuchs hier hinten viel zu groß. Sehen wir hier Fellarten so ein bisschen? Ich glaube, das ist ganz normal. Ja, ganz normal der Graufuchs. Und den nehmen wir jetzt einfach mal mit. Alle anderen lassen wir hier. Also alle anderen werden natürlich jetzt gleich abhauen, aber ich werde versuchen, hier auf den Siebener den Schuss gut hinzukriegen. Wir sind super hell hier vom Wind. Also die ganzen Enten, alles haut gleich ab hier. Ist aber alles okay, sollen sie abhauen. Mir reicht hier der Siebener Fuchs auf 130 Meter. Wir sind auf 150 genullt. Endlich natürlich auch ein besseres Scope. Das heißt, ich komme ein bisschen näher dran. Und jetzt muss ich bloß gleich noch gucken, dass ich ihn schön noch leicht seitlich erwische, dass wir ihn dann schön ja, in die Lunge oder vorne in die Brust irgendwie reinschießen können. Gucken wir mal, ob er den Kopf gleich ein bisschen zur anderen Seite dreht. So. Habe ich ihn verschossen? 3, 2, 1. Ich habe ihn verschossen. Ich habe ihn verschossen. Ich schieße nochmal nach. Okay, das wird so nichts mehr. Komplett verschossen. War da was dazwischen? Nein, ist doch noch umgefallen. Wie schlecht. Oh, das ist schlecht. Ich habe ihn versemmelt. Ich habe ihn versemmelt. Und da liegt er tatsächlich. Oh, hauer, hauer, ha. Der ist ja noch richtig weit gekommen. Keine lebenswichtigen Organe getroffen. Wertung 5, also abgewertet von Gold. Nee, ja doch, von Gold auf Silber runtergewertet. Das war zu tief. Doch zu tief, knapp am Herz vorbei. Schade. Schade, schade, schade. Aber naja, so ist das. Man muss halt erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Passiert. Mann, Mann, Mann. Ist er denn hier? Wo war der Schuss? Da ist der Schuss.
Genau, nochmal mittig drücken. Warte mal. So, und... Ja, hör doch mal auf zu bellen. Wir haben ihn noch hier. So, da ist er. Ja, gut. Ja, gut. Von hier aus jetzt gesehen sieht man es dann vielleicht doch. Okay. Na gut. Er ist halt schön buschig hier vorne. Die Beine schön buschig. So. Ja, ist doch gut. Feini, hast du doch gut gemacht. Hast du doch erledigt. So. Siehst du. Nochmal schön Sitz. Nochmal ein bisschen loben und dann weitermachen. Oh mein Gott, Warnruf Elch. Genau den wollen wir. Also, Gerät raus. Sofort auf dem Elch gehen. Halt, hier geblieben. Elch, 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 Elch. Da ist er. Und rufen. Warnruf Elch. Platz. Ich gehe sofort in den Busch. Oh Mann. Das wäre der Oberhammer. Wenn es hier jetzt doch zum ersten Elch kommt. Da hinten, links, die Witterung oder der Wind geht in die richtige Richtung. Ist soweit okay. Ich glaube, diese Büsche hier, die zählen als Tarnung. Ja, tun sie. Und der reicht mir ja hier vorne so auf. Keine Ahnung, hier die Bäume haben 50 Meter, das... Ist ja schon krass nah dran. Oh, hier unten ist auch noch einer. Da hinten ist er. Männlich. Jawohl. Wir wollen die großen Schaufeln. Dreier, wachsam. Na. Aber der Locker funktioniert ja super. Sensationell. Sensationell. Und vielleicht ist ja hier noch einer unterwegs. Und es antwortet erstmal nur... Der junge Wilde. Und irgendwann kommt dann doch noch der große Babbo hier an. Das wär's doch. Da vorne kommt er an. Stufe 3. Nervös. Und leider im gesamten Umfeld nichts weiteres. Wäre allerdings nach einer langen Zeit mal wieder... Mein erster Elch, von daher testen wir das einfach mal hier auf 50 Meter mit dem großen neuen Ballermann. Bisschen besser auf Sicht vielleicht gleich nochmal gehen. So. Gleich mal gucken, ob wir den hier direkt vorne treffen. Jetzt steht er gerade schön hinterm Baum. Da warten wir nochmal ein bisschen. Wir haben ja Zeit. Und jetzt sieht das doch gut aus, wenn er jetzt gleich stehen bleibt. Jetzt sehe ich ihn wieder schlecht. Der Wind ist gut. Also eigentlich alles tutti hier. Jetzt sieht das gut aus. Ich muss ein bisschen drunter aimen wieder. Wir sind jetzt deutlich unter 75 Meter. Könnte ich fast No-Scope schießen, oder? Durch den Baum auf gar keinen Fall. Gleich springt er ab. Jetzt muss ich von dem Winkel. Leicht verbuggt. Wir machen das jetzt so. Gleich springt er ab. Ich sehe es schon kommen. So, jetzt aber hier. Und er hat sich, glaube ich, in dem Moment wieder gedreht, oder? Er hat sich in dem Moment wieder gedreht. So, oder? Doch noch hier alles gesehen. Alles gut gekriegt, die Lunge. Gerade eben. Leider nicht das Herz. Ich bin
bin gespannt. Ich glaube, er hat sich gerade in dem Moment, er stand ja zu mir, in dem Moment wieder weitergedreht. Müsste also der rechte Lungenflügel noch gewesen sein. Aber ja, weder Herz noch beide Lungenflügel. Und das heißt natürlich für einen Elch, er hat trotzdem noch richtig Power und kommt bestimmt noch ein Stück. Na, so richtig viel Markierung und sowas sehe ich. Also doch, ist schon bei Null. Das heißt, da liegt er auch schon perfekt. Ja, erster Elch mit dem neuen Jäger hier. Ich hoffe, da kommt gleich noch ein bisschen was Größeres. Da ist er, Stufe 3. Silberwertung, jawohl. Ganz normal. Und ja, knapp am Herz vorbei. Ja, er hat sich gerade weitergedreht. Naja, aber passte doch. Passte doch. Nehmen wir so mit. Haben wir wieder einen Point. Und ich laufe weiter hier. Das ist gerade mein Ziel. Und im Idealfall hier in der Nähe nochmal die nächste Hütte. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Rotluchs und ein Elch auf der Wiese. Ich denke mir gerade, nanu, gucken wir mal, was wir hier für ein Zeichen haben. Und das Zeichen sagt Hochsitz. Und da denke ich mir doch immer bei den Hochsitzen, die sind doch so platziert, wo es auch wirklich wie was, irgendwo was Spannendes gibt. Elch, fressend, einen Zweier. Oh, kann man noch rausnehmen, oder? Kann man noch rausnehmen? Oder lässt man die drin und hofft dann auf andere größere? Ich meine, er liegt da jetzt natürlich auch ein bisschen unpraktisch. Ich gehe mal ein bisschen näher dran und dann gucken wir mal, ob da noch was in der Nähe ist. Na, guck mal da, 6. Das ist natürlich auch interessant. Ich glaube, den nehmen wir eher. Einen 6er Rotluchs, den nehme ich eher. Den nehmen wir genau jetzt nämlich auf 150 Meter. Und dann lassen wir den Elch weg. Rotluchs Stufe 3. Ich nehme also den kleinsten Ballermann, den ich habe. Und das sollte doch passen. Hier gibt es ein bisschen Gemecker von dem anderen Rotluchs. Rotluchs Weibchen beschwert sich, dass ich das Rotluchs-Männchen gemopst habe. Mann, 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 Mann. Und das am frühen Abend. So, direkt die Markierung gesetzt an der Stelle. Und wir gucken mal rein. So, na siehste, da sind wir doch auch schon. Rotluchs im Schein des Scheinwerfers, im Glanze des Scheinwerfers. Gucken wir einfach mal eben. Goldwertung, immerhin. Hellbraun in Gold. Ja, aber ziemlich genau in Gold. 27 plus ist dann Diamant. Passt also ganz gut. Direkt getroffen. Lungenflügel vorn, hinten, oben. Jawohl. Also genau da reingetroffen. Ja. Passt doch. Das passt doch. Bisschen erstaunt bin ich, dass ich gar nicht so weit durchgekommen bin. Die Waffe ist ja 2 oder die Munition, die 243 ist ja 2 bis, ich bin doch nicht überrascht, 2 bis, bis 6. Aber ich habe ja immer noch, das ist die billige, die umsonst Munition, und zwar die mit der größeren Aufpilzung. Und nicht so viel Durchschlagskraft. Die, die ein bisschen was kostet. Und ich würde sagen, mittlerweile kann ich mir so langsam auch mal Munition kaufen, die was kostet. Mache ich ja bei den anderen Waffen auch, bei den anderen Gewehren. Dass ich mir dann eben auch für die Ranger 243 auch mal die bessere Munition hole. Oder die, die halt ein bisschen mehr Durchschlagskraft hat. Ist, glaube ich, in manchen Situationen gar nicht so schlecht. Wobei eben die Aufpilzung gerade bei kleineren Tieren auch gar nicht verkehrt ist, denn da reicht es dann meist eben auch aus. Also da muss man gar nicht so tief rein,
dass man da schon Organe trifft. Und dann, ja, hat man natürlich mit der großen Aufpilzung auch direkt ein größeres Loch drin. Auch nicht schlecht. Ich hätte demnächst mal wieder Bock auf Schweinejagd. Also, da hätte ich mal wirklich richtig Bock wieder drauf. Hatte ich jetzt die Tage im Stream auch gesagt. Welche Map und welche Schweine kannst du mir denn empfehlen? Also, ich habe erst natürlich überlegt, so ganz klassisch Hirschfelden, so schön auf Wildschwein. Aber eigentlich ist es mir wurscht. Irgendwo Schweine jagen gehen, egal welche Map. Und gerne auch irgendwo die Chance auf was Seltenes, was Besonderes, wäre natürlich auch cool. Ich überlege schon, ob man so auf, vielleicht nach Afrika, die Warzenschweine. Razorback habe ich schon gerade beim Aufbau der Lodge gesehen. Ein rosanes habe ich sogar schon. Ja, also ein bisschen was Besonderes, was irgendwie noch, ja, was noch fehlt. Vielleicht noch ein besonderes Schwein. Wobei ganz klassisch Hirschfelden würde eigentlich auch schon schmecken. Ja, warum nicht? So ein Wildschwein, Dia-Wildschwein, das wäre doch was. So, es ist mittlerweile morgens, beziehungsweise schon wieder mittags. Ich hatte hier die nächste Hütte aufgedeckt, ganz oben auf der Map. Jetzt geht es hier zum nächsten See. Zwischendurch ist mir noch so ein kleiner Elch über den Weg gelaufen. Den habe ich natürlich auch mitgenommen, um weiter ein bisschen XP und Silber zu machen. Ja, und dabei ist mir auch wieder aufgefallen, mir fehlen ja auch noch Pistolenpunkte, die ich ja auch noch pushen will. Und auch da wieder vielleicht an dich die Frage. Was würdest du denn machen, um Pistole zu pushen? Gibt es da in der Zwischenzeit etwas, na, wo man sagt, ja Mensch, das ist doch am sinnigsten. Hasen vielleicht? Sowas in der Art. Florida Waldkaninchen und dann mit der Luftpistole. Einfach schön drauf. Wäre doch auch eine Möglichkeit. Also gar nicht mal so groß rangehen, sondern auf Masse und auf klein und dann gib ihm. Oder Schweine mit der Pistole. Ne? Einfach beides. Schweine jagen und Pistole. Wäre doch auch eine Möglichkeit. Ich weiß noch, in der Wohonga, da gab es doch eigentlich ganz gut die Möglichkeit, die Warzenschweine auch, gerade wenn die angegriffen haben, dann nochmal mit der Pistole zu jagen. Vielleicht kann man das auch ganz gut kombinieren. So, irgendwas pfeift hier und ein Waldkaninchen klopft. Wir gucken mal eben, ob wir was sehen, aber ansonsten geht es auch direkt weiter. Wir sind heute nur mit großen Ballermännern unterwegs. Da ist kein Platz für Waldkaninchen. Ich hatte auch schon einige Truthähne hier unterwegs gesehen. Aber für alle leider nicht die richtigen Ballermänner dabei. Okay, okay, okay. Wir haben hier Weißwedel. Nicht schlecht. Weißwedel Zweier. Natürlich jetzt nicht ganz so groß wie ein Elch, aber immerhin. Stufe 4 und hier ein Männchen, ein Zweier. Ja, das könnten wir natürlich rausnehmen. Das wäre wahrscheinlich nicht so schlecht. 230 Meter, aber vorher natürlich noch das gesamte Gewässer und die Area ein bisschen absuchen. Ich bin noch weit entfernt, zumindest hier von der Landzunge. Gut 230 Meter. Ah, nee, 150 Meter. Und die Weißwedel sind 230 Meter. Also ich habe noch ein bisschen Zeit, bis ich zu laut bin, beziehungsweise vielleicht gesehen werde oder. Also jetzt erstmal noch ein bisschen hier die Area absuchen. Vielleicht verstecken sich ja hier noch irgendwo ein paar richtig besondere Tiere, die gerade Bock haben auf Trinken. Denn 12 Uhr ist ja auch eigentlich Elch-Trinkzeit. 12 Uhr mittags, der Elch muss trinken. Von daher gucken wir mal. Da ist er. Immer noch der eine männliche Weißwedel, extrem leicht. Und jetzt schnauben sie schon rum. Hier Warnruf. Oh, das ist schlecht.
Das ist schlecht. Von wem? Der Zweier haut auch direkt ab. Na, na, na. Platz mal eine Runde. Die kleinen Einser, denen ist das immer egal. Aber wer war denn hier so picky und schreit hier sofort rum, Alten? Wenn ich hier auf 200 Meter Entfernung bin, haut auch schon ab. Ist da noch jemand? War da noch ein? War da noch ein Weißwedel? Einfach nochmal höher vom Level? So, jetzt sehe ich auch endlich die linke Seite. Aber da ist tatsächlich nichts zu sehen. Ja, auch nicht, nee, auch nicht auf Entfernung. Da, oh, nervös umherziehend. Rotluchs. Ist das eine normale Färbung? Könnte, ne? Könnte aber auch ein bisschen anders aussehen. So, jetzt hier nochmal eben gucken. Die ziehen hier rechts rüber. Okay, ich glaube, ich bleibe erstmal beim Rotluchs. Wenn der hier, er ist nervös. Na, das ist doch perfekt. Dreier-Tier. Wir gehen nochmal auf den Rotluchs. 150. Getroffen. Humpelt hart und sollte liegen. Ja, und liegt. Ja, hier haben wir jetzt dann doch nochmal den Weißwedel. Ich überlege natürlich doch nochmal drauf zu gehen, weil er haut schon einfach flott ab. Und die Weibchen, ja, die rennen hier vorne in der Area rum. Ich glaube, ich lasse ihn einfach mal ziehen. Eigentlich wollte ich ja heute die etwas größeren noch finden. Sowas, wie gesagt, wie die Elche. Da ist natürlich jetzt die Frage, ist die Map New England überhaupt so geeignet für die großen Elche? Wait a minute, da ist er. Ist die überhaupt so geeignet? Oder... Lol. Naja, immerhin ein Dreier. Ist sie überhaupt geeignet für die großen Elche? Oder gibt es da nicht vielleicht dann doch noch andere Maps? Layton Lake zum Beispiel für Elche. Oder diese frostige, diese unsympathisch kalte Map. Vielleicht ist die ja noch deutlich besser. Also ich meine zumindest, dass das mal eine ganz, ganz wichtige Elch-Map war. Vielleicht ist es ja auch gar nicht mehr so. Also, hier gehen wir nochmal drauf auf 150 Meter. Der Winkel ganz bescheiden, würde ich sagen. Oder ich gehe eben von oben in den Lungenflügel rein. Na, was ist denn jetzt mit dir? Nee, heute ist groß dran, du hast Glück. Heute ist Elch dran. Hier an den Bäumen vorbei. Ja, so ein bisschen seitlich wäre nicht schlecht, dass ich auch locker in die Lungenflügel reinkomme. Nach dem Trinken, würde ich sagen. Okay, wir wechseln schon mal. Und dann geht es jetzt gleich rein. Ich muss noch genau gucken, wie am besten... Das sollte doch passen. Ich setze nicht hinterher. Müsste passen. Und in der Zwischenzeit gehen wir da vorne hin, holen uns den Rotluchs und danach geht es weiter halt zum Elch. Sollte doch gehen. Irgendwo hier schreit ein Elch. Und es wird mir nicht angezeigt. Irgendwo schreit der Elch. Oh.
Ich sehe da nur die ganze Gang auf einmal ankommen. Mach mal nicht einen auf den hier. Aber auch wieder nur so ein Lüder. Ist der Babbo noch da? Ist der Babbo noch da? Ist der Babbo noch dabei? Der, oh, ein Dreier. Auf der Flucht. Ist das verrückt? Ist das verrückt? Naja. Wir lassen die erstmal da ein bisschen chillig. Die sind alle noch ruhig. Warum sind die anderen auf der Flucht? Alarmiert? Alarmiert, wachsam? Aufmerksam? Also, zwei Gangs mit Männchen und der halbe Harem ist auch mit dabei. Und da haben wir ein Gebiet. Ja, jetzt wird es natürlich langsam tricky, ne? Wegen dem Jagddruck. Jetzt wird es tricky. Aber ich glaube, eins könnten wir noch schießen. Einen Elch sollten wir noch hinkriegen. Oh lol. Nervös. Oder ich nehme den da hinten, Alten. Da haben wir ein bisschen entspannteren Jagddruck hier vorne. Sind halt eh alles nur Dreier, ne? Sind alles nur Dreier. Und weil das hier eben Elch-Trinkgebiet ist, möchte ich auch tatsächlich hier nicht die Bedürfnisgebiete vernichten. Ich gehe auf den jetzt hier. 75 Meter genullt. Der Hund ist am Rumjanken hier. So. Gehen nochmal drauf. Wir sind auf 90 Meter. 75 Meter, wie gesagt, der Ballermann. Und jetzt passt es, glaube ich, richtig gut. Da ist er. Und er rennt nochmal zurück. Lunge sollte getroffen sein. Das ist halt das Schlechte, ne? Ich habe halt immer noch nicht die Markierung. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Die Markierung auf dem Zielfernrohr. Also in die Richtung da hinten muss ich dann gleich noch gucken. Wir heben erstmal hier alles auf. Und sammeln jetzt den Rotluchs ein. Und danach den Elch, den da hinten. Und danach den Elch. Siehste. Also, der war doch gar nicht weit weg. Und der war doch auch ganz nice. Silberwertung allerdings nur in Grau. Oh, ja, knapp unter Gold. Knapp unter Gold, aber ansonsten hundertprozentig alles Gute. Auch gut getroffen. Ja, bin ich sehr zufrieden mit. Passt. Kann man machen. Der Schuss war tatsächlich, ja, schön seitlich. Perfekt. Nehmen wir so mit. Das passt. Keine besondere Fellart, auch wenn er so anfangs ein bisschen heller aussah. Aber so hell sind sie nun mal. Da ist er doch. Der Hund freut sich. Männlich, drei, braun, normale Färbung. Ja, auch hier wieder der normale Lungentreffer auf 140 Meter. Silber. Und ja, auch nichts Besonderes. Sind halt die kleinen Elche. Angenommen, Jawolski, den haben wir. Das war der erste, direkt nach dem Luchs. Und jetzt fehlt ja noch der zweite. Der ist nach hinten hin abgesprungen. Und wahrscheinlich grob hier so in der Richtung. Na, ist es denn wahr? Das ist ja ein Ding. Ohne die Blutspur. Ich habe die gar nicht gefunden. Aber der Hund hat ihn tatsächlich direkt gefunden. Der sieht ein bisschen heller aus. Gar nicht so schlecht. Erstmal loben den Hund. Feini, Alten. Sehr schön. Ja, nice. Silberwertung in hellbraun. Aber ich glaube auch hellbraun ist normal. Ja, und von vorne doch deutlich zu hoch gezielt. Herz tatsächlich dann eher auf, was ist das hier, Schulterebene.
Ja, passt. Also eher hier in dem Bereich. Okay, schön mittig. Ja, fürs nächste Mal. Ja, ist ja gut. Hast ihn ja gefangen. Hast ihn ja gefunden. Feini. Sehr schön. Und auch wieder Kohlen dabei. Sehr, 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 sehr gut. Da hinten Brunft schreit wie der Weißwedel. Aber leider noch nichts wirklich Großes. Ja, das ist natürlich die Frage. Wo sind die großen Elche? Wo am besten für Schweine hin? Ich habe Bock auf Schweine, jegliche Art von Schweine. Und wo am besten Pistole? Gerne unten reinschreiben in die Kommentare. Und wenn du noch eine ganz verrückte Idee hast, auch das gerne unten reinschreiben. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Ansonsten bin ich natürlich auch regelmäßig live auf Twitch und auf YouTube. Da kann man das natürlich auch alles gerne beschnacken. Also immer am Dienstag, Donnerstag und am Sonntag gibt es jetzt Call of the Wild. Und an den anderen Tagen wird geangelt in Russian Fishing 4. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, das gefällt mir und hilft mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder ja, im Livestream. Bis dahin.